So, hier sind wir in Brügge, direkt mitten im Stadtzentrum. Was ich empfehlen würde, wäre eine Kutschfahrt. Einmal quer durch den Park oder eine Grachtenfahrt, seht ihr da hinten. Die geht eine halbe Stunde und die kann man auch schön durch ganz Brügge kann man die machen. So wie in Amsterdam. Und die Frau Kutscherin, die für das Regiment. Aber sie sind auch keine Silikonbrüste, oder? Das sind ganz normale Schokoladen. Ja, natürlich. Ganz natürlich. Ja, ganz natürlich. Ja. Doppel D, oder? Wie ist das, oder? In klein und in groß. Gibt's für alle. Guck mal, für die Golfer. Mit Golfschläger. Ein Golfball. Auf so eine Idee muss man es mal kommen, ne? Hier sind wir auf dem Marktplatz in Brücke. Hier oben ist noch ein Glockenspiel im Sinne. Was haben wir hier? Das Rathaus, oder? Zu Besuch da sind. Oh, I see. Heute alle mit Limousinen in der Burg. Ich werde jetzt mal probieren. Ich auch. Guck mal, die haben alle Blumen drin. Guck mal, sogar der kleine Mini. Gestern heute. Das ist eine Frau. War das die Prinzessin von Belgien? Kennt die jemand? Stell dir mal vor, da wäre heute noch so eine königliche Hochzeit oder sowas. Hier auf der Ecke ist das Crown Plaza. Hier kommen jetzt die Hochzeitsgäste und die Braut. Hier sehen Sie das Grand Plaza, das Burghotel, direkt gegenüber von der Burg. Ja, super schönes Luxushotel, zentral gelegen und von hier aus kann man überall zu Fuß hin. Das Wandhotel. Hier vorne ist die Burg. Super schön sind wir gelegen. Sieht ganz toll aus, lauter kleine Seitenstraßen, wo man abends schön ein Bierchen trinken kann, ein paar Pommes essen kann. Ganz, ganz nett. Auch ist auf dem letzten Platz voll. Hier haben wir klein wenig. Nee, weil wenn du schon jemand also auf die drauf sitzt, wird es schön zu hinten. Auch schön kuschelig ist das dann, oder? Nee. Also, wenn derjenige aber 200 Kilo wiegt, dann macht das keine Sache. Hatte ich einmal einen Flug nach Bangkok. Oh, ja, mein Flug ist ja da. Aber wenn wir sie wieder nach wollen, kommen wir da wieder rein, oder? Ja, zum Beispiel. Oh ja, auch, du musst das Auto aufrufen. Ui. Und hier die Luxuskarossen. Oh, herrlich, Lamborghini. Herrlich, was es hier alles gibt.
kein anderer Bus da. 1 Kilo belgische Schokolade, 12,80 €. Es gibt lauter leckere belgische Schokoladen hier in der Gasse. Super schön gemacht. Hier gibt es viele Shops. Biershops, Museum. Und Eis. Alles, was man möchte. Das war doch schön, oder? Der Salat war toll. Ne? Oh, ich kann ja nochmal telefonieren, ja, noch Base. Da kann man ja nochmal telefonieren. Ne? Da war sie mal so. Soll er lange noch Base haben? Das war Gina. Oh Gott. Also, oh Gott. Die Oma mit die Schuhe. Die Oma mit die Oma Schuhe. Mit die Schuhe. Ach Scheiße. Nochmal. Oh, jetzt habe ich zweimal. Das war die erste. Gefällt es dir hier? Mir gefällt es unheimlich gut. Also wirklich, Queen Elizabeth ist traumhaft schön auch. Jetzt haben wir Queen Mary für euch abgearbeitet, Queen Elizabeth für euch abgearbeitet. Und wer weiß, ob wir uns nicht demnächst einmal auf der Queen Victoria sehen. Ja. Ich habe auch noch schöne Bilder geschickt. Von der Victoria. Die auch mal mir die Schuhe schickt und dann Bilder von der Victoria. Genau. Ja, macht das auch immer. Ja, das machen wir. Sehr schön. Hat uns doch alle auf dem Papier. Hier mit so einer Karte muss man auf jeden Fall mal fahren. Hier ist so ein Anlegestecken, Nummer 4. Und hier kann man dann super schön, kann man dann eine schöne Wachtfahrt machen. Schokolade kaufen und ein Bier zu trinken. Das ist ganz wichtig, was wir hier machen müssen. Hier haben wir die Kirche oder den Dom. Hier gibt es alles von Tüchern, über altes Porzellan, Gläser. Muss man einfach mal drüber schlendern, das ist echt ein schönes Muss. Und hier überall die Flüsse, wo die Krachten dann alle fahren, was man so machen muss. Direkt mitten in der Stadt das Hotel. Hier vorne ist die Frauenkirche, der Markt. Und hier kann man dann schön ein bisschen durch die Stadt rummeln. Hier sind wahnsinnig viele Führungen. Das sind total viele Asiaten, Amerikaner, das hier alles sind. Das ist fast so schön wie in München, oder? Das ist echt schön, aber mit dem blauen Himmel. Bitte? Mit dem blauen Himmel ist natürlich ja. Immer schick. Kannst du Thank you.
Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de.